Link, aufwachen! Das vom letzten Mal war definitiv kein Traum. Vati hat die Truhe geöffnet und alles Böse rausgelassen. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre. Zelda wurde in Stein verwandelt. Weißt du, was hier abgeht? Da bin ich aber froh, du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Alberich ist beim König. Mein Großvater? Was will der denn? Der Alberich hier, so sieht der König aus. Der Typ ist das. Okay, wir können ja aber nichts machen im Raum. Mein Gott. Das war nur sein Problem, Mann. Oh, Mike, du bist wieder wach. Geht's dir wieder besser? Der König hat was zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, könnten wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über den Minish? Hä? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es gibt ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Nur Kinder können den Weihnachtsmann sehen. Aha! Wenn das so ist, Mike, du könntest doch gehen! Mike, wenn du bereit bist, möchte ich auch dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert. Und dies. Was denn? Zerbrochenes Schwert der Minish erhalten. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Und das Schwert des Alberich erhalten. Das, was wir eigentlich abliefern sollten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten beschützen die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. Ei, ei, Sir! Wir sind ja kein Piraten. Naja, tief im Tyloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Und Celebi, gehe also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf den Weg zum Wald verläufst, drückst du erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Danke, Mann. Karte von Hyrule erhalten. Damit verläufst du dich nicht. Aha, hier haben wir so ganz viele Felder. Und jeder Screen ist ein Feld, oder? Ich glaube, so ist es. Also Mike, brich den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Hier steht sie direkt. Die Arme. Der Fluch des Hexenmeisters ließ sie mit offenen Augen versteinern. Oh Gott, wir müssen nicht schnell Augentropfen geben. Die Arme. Aber... Yeah, wir haben ein Schwert und ein Schild. Haha. Einfach so alles beides geschenkt bekommen. Warum nicht? Der Tyloria-Wald liegt im Südosten, endlich von deinem Haus, Mike. Südosten, nie ohne Seife waschen. Unten rechts. I guess. Du beim Laufen mehr, um zu rollen. Dann bist du schneller. Wenn du halt das Abenteuer speichern willst, drückst du Start und willst im alten Minus aus. Okay, danke, Bro. Damit geht wohl unser Abenteuer dann so richtig los. Draußen sind viele Ungeheuer. Wenn du einem begegnest, schütze dich mit dem Schild und greife es aus der Nähe mit dem Schwert an. Werde ich tun, Sir. Werde ich tun. Okay, hier komme ich nicht raus. Okay, dann geht's so unten raus. Ja, also ich werde es auf jeden Fall ausnutzen, dass ich keine Ausdauer habe und einfach die ganze Zeit spam, so viel ich kann. Bitte sei vorsichtig. Auch von meiner Seite aus. Okay, werde ich versuchen. Einfach die Treppen runtergerollt. Kann ich auch hochrollen? Boah, Link der Skiller. Okay, das Layout ist sehr bekannt. Okay, ja gut, hier gibt's nichts. Ja, einen Schlüssel, aber wir haben keinen Schlüssel. Dann lassen wir es erstmal. Dann gehen wir erstmal raus. Innenhof von Schloss Hyrule. Ja gut, das kennen wir alle schon. Wo müssen wir lang? Karte. Wo habe ich euch? Kleiner Schild. Die Sounds. Ah, ich kann hier wechseln, wo ich was habe. Nee, ist okay. Ich mache euch die Standard-Einstellung. Ist in Ordnung. Standby. Zum Ausschalten des Standby-Modus gleichzeitig Select L und R drücken.
Gewehren. Was macht denn das? Hm? Keine Ahnung. Da unten sollen wir lang. Und wir sind hier. Das heißt einfach nur noch ganz unten und dann nach rechts. Okay, verstanden. Das soll ich noch hinkriegen. Hoffentlich. Oh Gott! Hilfe! Ein Rubin! Klein, aber fair. Aber fein. Egal. Klein, aber fein, ja. Ja, die Octoroks, die kennen wir schon. Aber in Skyward Sword haben sie endlich mal versteckt und nicht auf der Overworld rumgelaufen. Schloss Hyrule, Schloss Hyrule. Also, das kennen wir schon. Okay. Was sind die hier am Arbeiten? Ich bin Handwerksmeister Muto. Wir bereden die Stadt im Auftrag des Königs von Hyrule. Vorhin gab es ein Erdbeben. Jetzt muss der Schaden behoben werden. Bleib weg, mein Kind. Das ist gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich viel mehr Monster da sind. Gruselig, ey. Hallo? Willst du mit mir reden? Das Erdbeben vorhin war heftig, oder? Dadurch sind ziemlich viele Sachen zu Bruch gegangen. Echt? Oha. Schaffe, schaffe. Wenn ich fertig bin, geht's bei den Treppen weiter. Ah, was für ein Stress. Unser Handwerksmeister macht Druck. Es gibt nicht mal Zeit für eine Pause. Boah. Das muss aber eilig sein hier. Die Ungeheuer hier haben halt einigermaßen im Griff. Aber auf dem Weg zum Tulura-Wald wirst du noch viele treffen. Sei vorsichtig, Mann. Okay. Ja, aber laut Karte muss ich noch auf einen anderen Weg gehen. Na gut, dann gehe ich halt hier lang, wenn das Spiel das so verlangt. Das ist gruselig, die Octoroks können jetzt bewegen. Die sind nicht mehr scheu. Ich kann Bäume zerschnettern. Alter. Weißt du, da brauchst du erstmal ein paar Orden in Pokémon, um Zerschneider zu erlernen. Link kann einfach direkt von Anfang an das tun. Ja. Schaut doch mal ein bisschen ab, Pokémon. Haha. Das ist so das Standard-Zelda-Theme. Ich glaube, das gab's doch ganz Skyward Sword gar nicht, oder? Ich hoffe, wir machen nicht zu viele Anspielungen zu Skyward Sword, aber es wird in den nächsten Folgen wahrscheinlich weniger werden. Lonlon Farm! Hä? Hilfe! Ah, gut, dass ich rausspringen kann. Sela Wasserfall? Nee, da wollen wir nicht hin. Tunuria Wald? Da wollen wir hin. Heiliger See? Nö, geht nicht. Was zum... Die Minions! Haben sich zu Maulwürfen entwickelt. Okay, lass sie mal in Ruhe. Hä? Da sind sie wieder. Haha, hab ich dich. Noch einer? Noch einer! Schnell, 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 fast, fast. Yeah. Das sind Höhlen, das sind Zäune. Stroh. Was geht denn hier ab? Der Tirurawald liegt südlich von hier. Schau auf der Karte, Mann. Pack mich doch nicht. Oh Mike, du gehst in den Tulura-Wald? Wir kümmern uns um die Monster, die Vati freigelassen hat. Geh du schnell zu den Minus suchen. Alright, wir haben einen Auftrag, also sollte ich den noch erfüllen. Kommt her! Bam, 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 bam. Aua. Egal, ich hab ein Herz zurück. Was ist hier? Schnell lang? Ja, ich kann hier rein. Ich weiß nicht, was es hier gibt, aber... Was seid ihr denn für Kühe? Wie sehen die denn aus? Ich geh auf die... Baumstamm stehen. Gibt's aber nichts. Okay. Da, da. Gleich rein. Guten Tag. Klopf, klopf. Niemand zu Hause. Schade. Bam! Weg mit euch. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den will ich haben. Jeder Cent könnte hilfreich sein. Nee, da komme ich überall nicht lang. Da brauche ich überall irgendetwas anderes. Was ist denn da? Ein Gerone! Eine Gerone östlicher Hügel. Karte? Ah, wir sind schon fast da. Die Kühe auf der Map. Da sehen die aber normal aus. Rechts von uns sollte es sein. Also wenn wir einfach den Weg geradeaus nach unten gehen und dann nach rechts, sollten wir eigentlich schon angekommen sein. Ich versuche die Folgen übrigens relativ kurz zu halten, da es sowieso nicht so ein langes Spiel ist. Ich vergesse immer, dass ich R drücken muss zum... Graben. Eigentlich drücke ich immer A, um das so zu spammen, ne? Aber es geht hier nicht. Ist ein bisschen weird. Ja, ich bin einfach eingebrochen in das Haus, hab ein bisschen die Vasen kaputt gemacht, bin wieder rausgegangen. Ja, Link halt, ne? Aber sind wir der gleiche Link oder sind wir ein anderer Link? Ich glaube, wir sind ein anderer Link. Und da auch eine andere Zelda. Wie komm ich denn da lang? Kann ich da einfach hin? Von hier aus? Ja, okay, habe ich nicht gesehen, lol. Einfach lang. Ha!
yeah, yeah. Ja, schon wieder. Wenn ich schnell genug besiegt, dann kommen sie auch nicht rausgesprungen, zum Glück. Nein, die Information. Nee, das geht so nicht, Freunde. Ich muss lesen, was da steht. Hallo, wieso? Ich bin sonst zu blöd. Ich check das doch sonst nicht, wo ich überhaupt lang gehe. Sonst verirre ich mich noch. Nee, das geht nicht. Erstmal alles reloaden. Jetzt erstmal alles nochmal abgrasen. Alles wegfarmen. Schloss Hyrule. Ja, okay, war unnötig. Der Tipp sein. Toloria-Wald. Aua. Ist aber sehr chillig. Sieht aus, als wäre es... Ah, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ja, das sieht aus, als wäre es Nacht. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil so viele Bäume sind, weil es so dunkel ist. Durch die Bäume. Weil da scheint ja immer noch so manchmal ein bisschen Licht durch. Wie man gerade vorhin gesehen hat. Ich muss ehrlich sagen, von GBA spielt jetzt echt schön aus. Es ist auf jeden Fall... Man merkt sofort, dass es ein GBA-Spiel ist. Das ist halt ein schönes Spiel. Ich mag den Artstyle. Der ist schön. Der ist ganz nice. Okay. Ja, ich kann hier überall nichts machen. Hier ist nichts. Okay, dann geht's weiter. Ja, aber jetzt soll ich jeden Grasbüschel abmachen. Muss ja jetzt nicht sein, ne? Hör, was hat ihr denn für welche? Hilfe! Gelee-Schleime! Lass mich in Ruhe! Mach mir Angst. Ah, noch einer! Schwinde! Weg! Was gibt's hier unten? Weiß es nicht. Bin ich überhaupt richtig? Was war das denn gerade? Achso, ist mein Geräusch, wenn ich hier rüberlatsche. Okay. Ah, verschwindet, Mann! Sieht so gruselig aus, ey. Ich mag die nicht. Hilfe! Hä? Was zum. Ah, aua! Hey! Hey, hört doch auf, Mann! Ah, Autsch, aua! Hilfe! Ist denn da niemand? Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie ein Vogel, aber irgendwie auch wie ein Hut. Und hey, ein Herzteil. 4 Herzteile geben zusammen einen Herzcontainer. Mit jedem Herzcontainer erhält dein Herzteil. Wir sind über diese ganz kleinen Passagen. Oh, vergesst, ich kann nicht schwimmen. Aua. Okay, ich bin hier wohl falsch. Kann ich hier irgendwas machen? Okay, ich merke auf jeden Fall schon. Irgendwie muss man... klein sein wie ein Nimmisch, um hier an den meisten Orten dran zu kommen. Da ist er ja! Hey, du, kleiner Mensch! Ja, du! Bah, aua! Hey, du da! Guck dich einfach nur zu, Mann! Au! Jetzt steh doch nicht unter dich herum, so hilf mir doch! Oh Gott, die Octoroks sind böse! Na komm, traut euch, traut euch! Oh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Naja, ich wäre auch alleine mit dem Feld gekommen. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe. Minnisch? Fati? Fluch? Heiliges Schwert? So ist es also. Ja, gewiss, ich hab dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht das Heilige Schwert? Gut, dann werde ich mich mit dir anschließen. Mein Name ist Eselo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Eselo? Da ist doch bestimmt auf Englisch nicht so, oder? Was kommst du so? Sehe ich irgendwie komisch aus? Was bist du, Mann? Bist ein Vogel, aber irgendwie auch so eine Zipfelmütze. Passend zu meinen komischen Haaren. Gruselig. Hey, warte doch mal! Hey, renn doch nicht so, mein Kind! Kannst du nicht langsamer gehen? Nein. Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich jetzt mit dir standreiten? Also wirklich? Was für eine absolute unmögliche Göre du da bist! Was zum. Viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem ist es bequem für mich. Hm, was kommst du da? Los, auf geht's! Zacki, zacki! Ach, ehe ich es vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Keine Ahnung, was es heißt, aber es hilft auf jeden Fall. Ja, je. Das wird anstrengend. Select, sagst du? Was willst denn du? Der Waldschrein, den du suchst, befindet sich im Inneren des Waldes. Das sagt mir meine Intuition. Zacki, zacki, weiter geht's. Okay. Gott, da wird der schnell nervig, oder?
Achso, von dir kam ich. Okay, sorry. War mir gerade nicht sicher. Okay, wir haben jetzt eine Mütze. Nur unsere Mütze kann reden. Was ist da was anderes? Ach, doch, ungewöhnliches. Das ist das einmalige irgendwas. Okay. Schön von hier oben zu schauen, aber ein bisschen höher wäre noch besser. Hast du deine Milch getrunken? Nein. Lieber Mützenträger, eine Bette, mein Rücken juckt so sehr. Mit dem Schnabel komme ich das nicht, komme ich da nicht ran. Kannst du mich ein wenig? Oh, ja! Oh, genau da, genau da! Das war gut. Vielen Dank. Okay, kein Problem. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn? Was sagst du da? Ich habe nicht geschlafen. Der nervt. Ah, oh, da komme ich nicht durch. Warte, muss ich hier lang? Hey, du Knirps! Geh doch mal langsamer! Hast du vergessen, dass ich auf deinem Kopf bin? Das kann alter werden. Was ist denn? Ich weiß, ich drück dir ganz aber. Das ist so wie lustig. Lass doch nicht gerufen. Ich bin beschäftigt. Zah, kein Respekt. Okay, lass dich in Ruhe. Ja, komm ich nicht lang. Was soll ich denn machen mit ihm? Soll ich hier unten lang? Wenn nein, habe ich keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja wieder zu. Kindchen, ich verrate dir was. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen, solange du groß bist. Schau mal dort. Siehst du, sieht aus wie ein normaler Baumstampf. Baumstumpf. Baumstumpf. Guck mal, das ist ein Baumstumpf, nicht? Ja, ja. Aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort so klein werden wie ein Minish. Wenn du auf den Baumstumpf R drückst, wirst du klein. Und wieder groß zu werden, drückst du dann R. Also das auf, geht die Post. Kriegst du nur mit ihm oder ist das generell so etwas, so eine geheime Technik? Na gut. Ja, okay, durch ihn. Zauberspruch, Biska, Ambuska, kleiner werden. Oder so. Wow. Wir sind jetzt wirklich winzig. Jetzt siehst du die Welt mit den Augen eines Männisch. Und war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedenster Gestalt. Um wieder groß zu werden, stelle ich neben dem Baumstumpf und drücke R. Du musst aufpassen, denn wenn du klein bist, lauern viele Gefahren. Wenn du groß bist, ist eine kleine Pfütze. Wenn du klein bist, ein Meer. Wenn dir was passiert, geht es mir auch an den Kragen. Also aufgepasst. Jetzt bist du einfach wie so ein Stift so groß. Aber? Schild funktioniert nicht mal. Ist viel zu klein hier. Ich kann trotzdem noch rollen. Das ist wie lustig. Warte, kann ich da nicht hoch? Doch, ich kann hier hoch. Ah, ich kann... Alter, da sauf ich schon. Bei dem ganz kleinen Mini-Pfützenwasser. Boah. Okay. Bin ich da drauf? Ah! Doch, das geht doch, oder? Ja. Okay, das ist super interessant. Und wo sind wir denn hier? Oh mein Gott, so klein sind wir. Eine ganz, ganz kleine Eiche. Ist viel größer als wir jetzt. Kann ich nicht bewegen. Keine Chance, Mann. Keine Chance, ey. Ein Blatt. Und wir sind so klein. Vielleicht so ein Blatt. Oh Gott. Aber es sieht schön aus. Dorf der Waldminisch. Ist hier wohl das Dorf der Waldminisch? Ja, scheint so. Schnimni! Schnimni! Setzios! Nein, hältere, Neretna, Net, Riv, Nesim, Sand. Das muss man so rückwärts lesen. Das müssen wir den anderen erzählen. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen hier gesehen. Was? Du kannst sie nicht verstehen? Das ist die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Ja, einfach rückwärts lesen, habe ich gerade gecheckt. Utsasar? Was sagst du? Wir verstehen uns nicht, weil wir normal reden und die rückwärts. Oder wir reden komisch und die normal. Was sagst du? Ich kann mit keinem hier reden. Aber wir sind wirklich winzig. Warte, dadurch, dass wir sie sehen können, heißt das, Link hat ein gutes Herz. Oh, schöne Geschichte. Wow, wow. Verstehe nichts. Okay.
So, um hier durchzukommen. Irgendwo muss noch jemand sein, der uns verstehen kann. Hier oben vielleicht, der Meister von euch allen. Hier in dem großen Palast. Schön, dass die Musik hier da ist. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache, weil ich kann rückwärts sprechen. Mein Name ist Festa, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, brauchst du nicht mehr rückwärts lesen. Okay. Na, verstehst du nicht? Du musst hinter dem Haus. Südlich von hier, meine ich. Okay, südlich. Neono sei verwaschen ist unten. Südlich von Haus. Dann gehe ich einfach geradeaus runter. Ach, hier wahrscheinlich, oder? Nee? Was ist denn das? Soll das ein Schuh sein? Deren Haus einfach so ein Schuh, so ein kleiner Kinderschuh? Ja, wo meint er denn? Hier ist nichts. Ein Fasshaus. Muss ich mit irgendeinem bestimmten reden? Oder... Ich glaube, ich habe es irgendwie falsch verstanden. Kann das sein? Hau, hau. Diese kleine Minisch. Nee. Ja? Hier links? Hier war ich noch nicht. Oh, hier war ich noch nicht. Warte mal. Wie er klettert. Rip, rip, rip. Hier ist es doch bestimmt, oder? Wer bist du denn? Trovnik Efelsreftschip. Ich verstehe kein Wort. Das hast du davon. Gott, Leute. Was machen wir hier nur? Die verstehen uns alle nicht. Und ich verstehe nicht, wo ich lang muss. Ah, da nicht. Ach, hier kann ich lang. Schau mal. Hab ich gar nicht gewusst. Hab ich gar nicht gesehen. Blauer Rubin. Oder auch 5 Rubine. Toll. Hier ist ein Herzteil. Das war easy. Jetzt hast du 2 Herzteile. Noch 2 und du hast ein Herz mehr. Das stimmt. Na gut, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht weiß, wo ich lang soll. Oder hier lang? Ah, jetzt sind sie weg, oder was? Okay, na gut, jetzt sind sie weg. Das ist ein Fass? Einfach ein Fass. Keine Ahnung, was die sagen, ey. Ich verstehe kein Wort. Oh mein Gott, schweres Rätsel, oder? Und wir kriegen? Ah, Kindchen. Das ist die Quatschbirne, von der Festa erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Die Quatschbirne ist lebendig? Ist die Quatschbirne, dann kannst du mit dem Minisch reden. Will ich die essen? Ich muss wohl. Oder muss ich erstmal ausrüsten? Die wird automatisch gegessen. Da hast du die Quatschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns noch sehen kannst. Ich habe ein reines, gutes Herz. Deshalb kann ich euch sehen. Und Leute, wenn ihr die Mensch auch sehen wollt, dann müsst ihr auch nur ein reines Herz haben. Ein gutherziges Like und ein Sub da lassen. Nur so könnt ihr das gleiche tun, wie wir. Also, tut genau das! Ich gehe einen Freund in der Stadt besuchen. Mach das. Ich hatte Hyrule eben auch viele Minisch. Echt? Musst du nicht drauftreten, oh Gott. Die Minisch leben an verschiedenen Orten in ganz Hyrule. Okay, wir werden auf unserem Abenteuer mehr auf euch treffen. Da bin ich dann mal gespannt.